the shit. Wir sind leider nicht schwer genug. Okay, soweit ich weiß, hat man eigentlich alles hier abgegraben. Und ich erinnere mich daran, dass hier genau ein paar fehlten, um ein Abwehr zu machen. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube. Ich kriege das hin, als wenn ich in den nächsten 5 Minuten sterbe. Ach ja, wir holen ja Alex. Das ist ein Seil. Alex ist unser Ziel. Oh. Hallo? Hallo? Solche Ecken sind immer sehr verlockend, um Sachen zu verstecken. Ich wette, ich fall hier gleich runter. Ich fall hier gleich runter. Ist da was? Oh, oh. Überhaupt nicht fies versteckt oder so. Überhaupt gar nicht. Okay. Alex? Was immer du machst, bring dich nicht selber um. Dass die das nicht gesehen haben. Oh, falsche Taste. Ich bin noch nicht vorbereitet. Junge, zieh's doch mal ein. Oh, oh, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Oh, falsche Taste. Oh. Also, das ist so ein bärgekreuzter Kleiderschrank. Das ist aber drauf. Labern. Bär. Nichts gegen Bären, aber... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das sehe ich zum allerersten Mal. Der Typ. Habt ihr diesen Hasen gesehen? Wo ist der Hasen? Der hat den Hasen... Von dieser Familie, die hier gestrandet ist. Singed around the edges. What happened to your owner? Und der Vater war... Boah, das ist mehr laut. Aber... Oh, Hast du die Mädchen? Alter, wenn du dir was angetan hast, du... Du Arschloch. Du Arschloch. Aber das ist definitiv ein Teddybär von den... Oder ein Hasen von den beiden Mädels. Oh Mann. Oh Mann, ey. Das hat gerade richtig... Ich bin so sauer auf den Typen.
Alter, mehr. Warum so laut? Nein. Keine Ahnung, was das bringt, aber es ist jetzt da oben. Ich bin immer noch sauer auf dich, du. Brenn weiter. Ich hab gesagt, dass du aufhören darfst. Was war denn? Oh. Find Alex. Hm? Das ist aber nicht gruselig hier. Here again. Das war nicht gruselig. Was steht da? Salt Water. Mhm. Mhm. Warum wird sie so langsam? So much has happened. Das ist nochmal das gleiche Foto? Ist das? Nee, oder? Croft Manor kann das nicht sein. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr ranzoomen können. Laptop. Da ist ein Tagebuch. Da oben ist nichts. Was ist das? Oh ja. Ich sehe voll viel. Was ist das? Checkers. Aha, geheime Alkoholvorräte. Sonst nichts? Nein, das ist Lara Crofts. Oh. Guck mal, wen wir hier haben. Hat einer hier irgendwie mal Underworld gespielt? Ich glaube, das ist Underbus. Insider. Obwohl, der müsste eigentlich blind sein. Ist er blind? Ja, er sieht trotzdem. Naja. Alter, der. Wir gucken uns jeden Scheiß an, aber übersehen genau das da. I suppose on some level I have Lara to thank for this job. She's always believed in me. The academics at college dismissed filmmaking as nonsense. They just saw me as this ditzy American troublemaker with the camera. But you know what? Most people can use a little trouble in their lives. And deep down, I know Lara just wanted to cut loose sometimes. She just needed a little help unlocking her inner party girl. We had so many awesome adventures together. That insane backpacking trip through Bulgaria. I was always dragging her out to clubs. And the hiking trip on the south face of Kilimanjaro. All Lara wanted to do was explore ruins. But who knew we'd run into so many cute guys? Certainly not Lara. I have a feeling this expedition is going to be one for the books. Lara with her notebook, me with my camera, another crazy adventure. Das ist ja schon mal definitiv ein schlechter Einfluss auf Lara. Partys und süße Jungs? Nein. Nein. Oh.
Sie guckt schon so ein bisschen. Okay, ja, wir gehen weiter. Das Mädel friert. Oh. Alter, hab ich mich eben erschrocken. Du siehst mich nicht. Mit wem hat er gesprochen? Mit dem da unten? Oh, Edo! Und das ist... Oh. Ist das hier? Das ist... Das ist der Ort, den man sieht, wenn das Spiel anfängt, wo Lara ihren Sprung versucht. Oder? Ich meine, sie läuft auf diesen Flur hier entlang und springt dann rüber. Oh. Die hier. Ja, die möchte ich gerne haben. Dankeschön. Okay. Definitiv einfacher rüberkommen. Mhm. Mhm. Na schon. Alex. Alex. Yo, Mädel, weißt du, wie unsicher das ist, da reinzuspringen? Da. Elektronik und Wasser vertragen sich nicht. Scheiß drauf. Alex! Are you in here? Alex! Ernsthaft, der antwortet uns? Da kannst du uns hören? Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so schnell finden. Alex! Und ich glaube, Alex, du hast diese... Irgendwas ist mit dir passiert. Du kannst reden, obwohl du nicht deinen Mund bewegst. Okay, just hurry. Was ist hier passiert, Alex? Sind hier Aliens? Haben sie irgendwas mit dir gemacht? Alex? Warum sind deine Haare so schwarz? Das ist wie einfach nur so ein schwarzer... Egal. Okay. Ich versuche hier nachzudenken. Aha. Damn it. The track's blocked. If I could get up there somehow, I might be able to clear it. Ist es nicht immer so? Ja, warte schon mal ein. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig bin. Ich gehe einfach nur Bauchgefühl. Wenn du aufhören würdest zu labern. Good. Yeah.
so sleepy. Alex! Alex! Oh, God. I've got to get in there. Alex! I'll have you out of there soon. All right. Now to clear the way. Wait a second. Wait a second. I did wrong. Nein. Was müsste es eigentlich sein? Warte mal. Unsere Aufgabe ist es, recover Reyes Tools. Es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, jetzt hier Alex zu retten. Warum kümmere ich mich jetzt um das Werkzeug von Reyes? Alex ist Priorität Nummer 1, oder nicht? Oh, Alex. You got the tools. Finally. I impressed you. Let's get you out of here. God. Oh, sorry. Sorry. It looks like my dance career is over. What are you doing? You'll kill us! I'm not gonna make it out of here, Laura. Take the tools. Not without you! How often does a guy like me get to be a hero? The others are counting on us. Go! Now! Dass Alex stirbt, aber und es tut mir das auch leid sagen zu müssen, aber die Cutscene eben, der Dialog war so scheiße geschrieben. So scheiße geschrieben. Entschuldigung, wir kannten Alex vorher kaum. Wir haben den ein, zweimal gesehen. Plötzlich ist er in Lara verknallt und will den Helden spielen und bringt sich da selber um. Und Lara küsst ihn auch noch? Ich meine, nur auf der Wange, aber hätten wir das Buch oder den Tagebucheintrag oben auf dem Berg nicht, oder auf der Klippe da gefunden, wüssten wir gar nicht, wüsste Lara noch nicht mal, dass er Gefühle oder keine Ahnung für sie empfindet, aber also die letzte Cutscene ist echt sehr schlecht geschrieben, es tut mir leid, aber das ist keine Charakterentwicklung, nur also seine Motivierung war, Lara so gesehen zu beeindrucken und den Held zu spielen. Und dafür hat er sich geopfert. Was ist denn das für eine Motivierung? Er hat gesagt, du darfst aufhören zu brennen. Also die Charaktere hier in dem Spiel, die sind alle sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Nicht schwach im Sinne von Stärke, sondern einfach schlecht geschrieben.
man Gameplay in die Länge ziehen, indem man einen den ganzen Weg wieder zurückgehen lässt. Den ganzen Weg. So, dann hätten wir dieses Tagebuch nicht gefunden. Wüssten wir rein gar nicht, dass das Alex Gefühle für Laura hat. Es regt mich einfach nur auf, es tut mir leid. Old logbooks. Months of excavation has at last yielded new information concerning the weather patterns gripping this island. The tomb of an important general dating from the Kamakura period was discovered in our coastal dig site. This discovery is the missing piece of the puzzle. It will allow us to finally gain control of the storms. Ancient ruins in the old base. Control over the storms. I need answers. Und so treibt man eine Geschichte voran. Bücher lesen. Ich will da rum. Lustig, ich musste das raussetzen, es tut mir leid. Aha. Also es wird uns ein bisschen Weg erspart, was auch ganz nett ist. Ja noch eine Flagge finden. This is a Tempo Suho. Hard to read the date, but Japan made thousands of these in the mid 1800s. Ist aber etwas. Ich will noch mal gucken, ob ich hier Poster übersehen habe. Aber kein Poster. Poster, Poster. Poster, Poster.
Does it was? Do you need it was? Sehr gut zu wissen. The Portuguese minted these in the 16th century for their colony in Malacca, Malaysia. This must have come from one of the old galleon racks. Ich habe dein Werkzeug, aber leider ist Alex dabei gestorben. Weil er hat sich dafür entschieden. Ich habe mir versucht zu überreden. Ich habe geknutscht. Er wollte nicht. Da habe ich dein Werkzeug. Dein ach so wichtiges Werkzeug. Geht sogar aus dem Winkel. Was hat er gesehen? Die sind einfach so hirnrissig. Sie nix? Noch ein Lagerfeuer. Und sagst du was? Gar nichts. Kein Kommentar zu Alex Tod oder so. Auch okay. Jeder verarbeitet das anders.